Langweilig. Nichts Spannendes ist hier. Was ist das denn? Haben wir schon Halloween? Das kann nur bedeuten... Good night! Ich rufe meine Freunde direkt an. Oh, hi, hier ist Draculaura. Frankie, hast du Zeit, heute zu mir zu kommen? Ich möchte eine Pyjama-Party machen. Ist doch perfekt an Halloween, oder? Boah, ja mega. Lass das machen. Ich komme zu dir. Supi, dann rufe ich jetzt noch die anderen an. Hi, hier ist Draculaura. Hast du heute Lust, zu meiner Pyjama-Party zu kommen, Laguna? Oh ja, das hört sich super an. Kann Spectra mitkommen? Ja, natürlich. Okay, super. Das wird bestimmt mega. Jetzt fehlt nur noch Claudine. Hi Claudine, schön, dass du rangehst. Ich habe vor, eine Pyjama-Party zu machen. Ich habe schon Frankie, Spectra und Laguna eingeladen. Hättest du auch Lust zu kommen? Ja klar, habe ich Lust. Wann soll ich am Start sein? So gegen 8 wäre gut. Kein Problem, ciao. Das ist ja mal eine coole Idee. Das wird so cool. Papa? Ja, Schatz, was ist denn? Ich und meine Freunde machen eine Pyjama-Party. Kannst du für uns irgendwas Außergewöhnliches bestellen? Ja, da werde ich schon bestimmt was finden. Prima, danke Papa. Wirklich nett. Solange ich dann noch auf sie warten muss, gucke ich ein bisschen. Butu, das ist echt entspannend. Hi. Hi. Ich bin anscheinend die Erste. Ich setze mich mal zu dir. Hat eigentlich schon jemand bei dir geklingelt? Nee, wundert mich auch ein bisschen, aber gut. Ich freue mich, dann wäre mir nicht die ganze Zeit gestört. Hi! Hi Frankie, setz dich ruhig hin. Okay. Was hast du da Frankie mitgebracht? Das ist ein Ouija-Brett. Damit kann man Geister beschwören. Und du glaubst, das funktioniert? Ich glaube es nicht, nur ich weiß es. Oh je, das ist aber echt gruselig, was du da vorhast. Hi, was macht ihr da? Ich habe ein Geisterbrett mitgebracht. Natürlich passt an Halloween, es muss ja auch ein bisschen gruseln, findet ihr nicht? Doch, ich mag es. Ich bin zwar ein Geist, aber trotzdem macht mir das ein bisschen Sorgen. Ich habe gehört, an Halloween können schlimme Dinge passieren. Lasst uns mal in einen Kreis setzen, da kann ich euch die Geschichte erzählen. Jetzt wird's gruselig. Ja, ich krieg ja jetzt schon Gänsehaut. Ey, damit ist nicht zu spaßen. Vor 300 Jahren, genau an Halloween, um diese Uhrzeit, entkam ein Monster namens Amal, der Dämonwelt. Es hat sich geschworen, sich an denen zu rächen, die es dorthin verbannt hat. Doch nur alle 300 Halloween-Nächten kann sie versuchen, sich zu rächen. Aber dafür braucht sie Hilfe. Und die bekommt sie durch dieses Brett. Durch dieses Brett erlauben wir ihr, in die menschliche Welt einzutreten und können mit ihr reden und kommunizieren. Dann machen wir das natürlich nicht, wenn sie böse ist und sich rächen will. Warum sollten wir sie hierher lassen? Das ist wirklich eine echt dumme Idee, Frankie. Nächstes Halloween, okay? Leute, das ist nur eine Legende. Aber mit diesem Brett kann man auch andere Geister beschwören. Es heißt ja nicht unbedingt, dass wir die einzigen an Halloween sind, die dieses Brett benutzen. Wir werden wahrscheinlich einen ganz anderen Geist zu Gesicht bekommen. Nicht genau unser Brett wird ausgesucht. Und vielleicht befindet sich auch gar kein Monster in deinem Zimmer, Draculaura. Dann werden wir hier niemanden vorfinden. Es macht einfach nur mega Spaß. Weiß nicht. Mädels, ich will euch nicht stören, aber euer Essen ist da. Ich stelle es euch hier auf die Kommode. Noch viel Spaß, meine Lieben. Das sieht aber lecker Leute, aus. Leute, die Sushi sieht echt gut aus. Kommt her. Ja, wir kommen ja schon. Claudine, kommst du? Ja, ich komme. Hat sich das gerade bewegt? Ich glaube, ich fange schon an zu spinnen. Das
das schmeckt echt richtig gut. Das schmeckt richtig gut. Ja, du hast vollkommen recht. Frankie, kannst du mir nochmal kurz was geben? Oh ja, die Soße schmeckt richtig gut. Oh Leute, ihr müsst die probieren. Die sind der Hammer. Ich glaube, ich spinne. Leute, lasst uns mal den Pyjama anziehen und unsere Schlafsäcke rausholen. Gute Idee, ihr könnt euch auch im Bad umziehen. Okay. Der nächste kann, ich gut, bin fertig. Dann gehe ich. Ich werde mich wohl erstmal abschminken gehen. Der nächste kann, dann gehe ich dieses Mal. Komme! Leute, der Nächste kann, wenn er will. Dann werde ich mich wohl fertig machen gehen. Gut, ich sehe wie immer nichts. Das hat ja schon mal viel gebracht. Frankie, jetzt kannst du. Ja, ich komme ja schon. Okay, bin ready. Leute, lass mal die Schlafsäcke ausbreiten. Ich würde sagen, Spectra und Claudine schlafen in einem Schlafsack. Laguna und ich schlafe auf dem Bett und du, Frankie, auf der Couch? Ja, klar, deine neue Couch ist sowieso generell mega weich. Ich bin gleich soweit, warte ganz kurz. So. Ja. So, noch ein Kissen. Das sieht gut aus. Klar, Laura, hast du noch eine Decke für Frankies Couch? Ja, klar, warte. Ich glaube, die Decke müsste reichen. Geht das klar, Frankie? Ja, alles gut. Ich lege sie dir hier auf die Couch, ja? Okay. Leute, wir haben gleich Mitternacht. Und das bedeutet, dass das Spiel beginnt. Okay, worauf lassen wir uns da denn nur ein? Kommt alle zu mir. Alle müssen jetzt ihre Hände auf dieses Dreieck legen. Geist, erhöre uns. Nehme unsere Stimmen wahr und trete ein. Natürlich werden wir freundlich sein. Nun gebet Acht und tretet ein, denn der Geist kann auch nicht freundlich sein. Regel 1, niemals im Spiel aufhören. Regel 2, nicht auslachen. Und Regel 3, keine Angst haben. Haut mal nach oben. Das ist noch nie passiert. Ich bin da raus. Sorry, wirklich. Draculaura, du darfst nicht einfach aufhören. Das ist mir zu krass. Eine Nummer zu krass. Ich kann euch meinetwegen von hier aus zuschauen. Nun gut, dann machen wir halt alleine weiter. Oh Geist, bist du hier? Kannst du uns hören? Frankie? Was ist? Hör auf uns zu stören. Aber der Vorhang, er wackelt, er bewegt sich. Nee, das ist mir auch zu viel. Ich auch. Ernsthaft? Boah, das sind mir zu viele Zufälle auf einmal. Ich glaube, ich lasse es auch. Ihr dürft nicht aufhören, ihr habt gegen die wichtigste Regel verstoßen. Sei nicht sauer, Frankie. Wirklich nicht. Komm, wir gehen auf Toilette. Ich setze mich zu. So noch mehr angelockt haben, weiß ich auch nicht. Gut, was schlagt ihr jetzt vor? Ist ja schon ziemlich spät. Jetzt schlafen? Ich habe Angst. Ich auch. Ich kann nicht schlafen. Ich habe so Angst. Alle pennen schon, nur ich nicht. Wie können die schlafen? Dieses Brett macht mich wahnsinnig. Ach egal, ich versuch's. Oh, was ist das? Hallo, wer ist da? Ist das dein Ernst? Was bist du für ein krankes Gesicht? Scheiß Telefonscherz an Halloween. Ich schlafe erstmal weiter.